Greedy-Algorithmen. Greedy steht für gierig. Das Grundprinzip ist, ich baue schrittweise eine Lösung auf und versuche in jedem Schritt, den ich denn zu vollziehen habe, eine größtmögliche Verbesserung zu erzielen. Beispielsweise Wechselgeld herausgeben. Wir müssen jetzt irgendwie eine bestimmte Summe an Geld zahlen und dann kommt Wechselgeld raus. Dann könnte man das beispielsweise so machen, dass ich das Ganze mit möglichst wenig Münzen erreichen möchte. Und dann würden Sie schrittweise vorgehen. Sie nehmen sich die erste Münze und dann würden Sie die größtmögliche nehmen, die kleiner ist als der zurückzugebende Betrag. Das wären irgendwie 50 Cent. Und dann bleiben noch 28 Cent übrig. Dann würde ich halt als nächstes die 20 Cent Münze nehmen, dann die 5 Cent, dann die 2 und dann die 1 Cent. Das wäre also irgendwie so eine Greedy-Strategie. Größtmögliche Verbesserung. Und die Verbesserung wäre hier, dass ich sozusagen die Restsumme des zurückzahlenden Geldes, dass die halt möglichst klein ist. Also Beispiel Wechselgeld. Was hatte ich gerade gesagt? Irgendwie 78 Cent wäre irgendwie 50 plus 20 plus 5 plus 2 plus 1. Das wäre irgendwie die kleinstmögliche Anzahl an Münzen, wenn ich das richtig überblicke, ne? Mit der ich diese 78 Cent zurückgeben kann. Algorithmischer Ansatz dafür wäre, nennen wir das Ganze mal irgendwie Greedy T. Das ist die Summe, die ich dann gern zurückgeben möchte. Und da würden wir irgendwie so machen, solange T größer ist als 0. Wir holen uns quasi die größte Münze her, die dann kleiner ist als der zurückzugebende Betrag. Da soll jetzt diese Funktion Probe hier uns liefern. Und dann rechnen wir einfach T ist gleich T minus C und end while. Und das ganze Ding ist beendet. Also irgendwie ein ganz einfacher Ansatz. Und es ist auch irgendwie so eine natürliche Strategie, die man vielleicht irgendwie an den Tag legt, wenn man dann irgendwie hier so ein Problem lösen möchte. Wir haben eigentlich immer sowas vorliegen, so ein Optimierungsproblem. Also hier beispielsweise, wir möchten möglichst wenig Münzen zurückgeben. Also das ist sozusagen so die Grundsituation, in der ich mich bewege. Ich habe ein Problem, was ich beispielsweise durch so einen Graphen beschreibe und habe irgendwie eine Bewertungsfunktion für mögliche Lösungen. Also beispielsweise, ich habe einen Graphen und habe jetzt nicht nur den Graphen mit Knoten und Kanten, sondern habe halt auch immer Kantengewichte, so eine Bewertung der Kanten da. Und möchte jetzt beispielsweise den kürzesten Weg durch alle Knoten finden, dass ich jeden Knoten genau einmal berühre. Dann wäre sozusagen das so ein Optimalitätskriterium, ja, den kürzesten Weg zu finden. Oder hier wäre das Optimalitätskriterium bei diesem Wechselgeldproblem, ja, ich möchte möglichst wenig Münzen verwenden. 63 kann ich auch zurückgeben in 63 einzelnen Centstücken. 63 mal 1 Cent, das ist aber irgendwie nicht so geschickt. Sondern ich möchte das Ganze optimieren, vor dem Hintergrund nur möglichst wenig Münzen zu verwenden. Ja, dann würde ich das vermutlich irgendwie so machen. Plus 10, plus 2, plus 1. Was ist denn, wenn wir jetzt beispielsweise andere Münzen zur Verfügung haben? Ja, wir haben ja bei uns beispielsweise 50, 20 gibt es auch, ne? 10, 5, 2, 1. So, was ist denn, wenn wir jetzt andere Münzen haben? Sagen wir mal, wir haben 11, 5 und 1 Cent Münzen. Ne? Wir haben einfach andere Wertigkeit von den Münzen. Und jetzt möchten wir gerne 15 Cent zurückgeben, dann wird uns unser Algorithmus was liefern. Das ist aber nicht optimal, ne? Hier haben wir irgendwie 5 Münzen und hier haben wir 3 Münzen. Und das ist eine der Schwächen oder eine der Eigenschaften von diesen Greedy-Algorithmen. Die liefern halt nicht immer das optimale Ergebnis. Ja, also dieser Ansatz hier, versuche im nächsten Schritt die bestmögliche Verbesserung zu erzielen, haut halt nicht immer hin. Generell zur Anwendbarkeit. Wir haben immer eine feste Menge von Eingabewerten, beispielsweise so ein Graph. Ja, oder hier eine Zahl von Münzen, die ich zurückgeben kann und halt einen Betrag, den ich zurückzahlen muss. Dann gibt es eine Menge von Lösungen, die sich irgendwie aus diesen Eingabewerten zusammensetzen. Man baut eine endgültige Lösung schrittweise auf. Typischerweise fängt man bei einer leeren Lösung an. Würde beispielsweise hier bei diesem Münzproblem, würde ich mir irgendwie immer eine weitere Münze hernehmen und die dann zurückgeben. Es gibt eine Bewertungsfunktion. Das ist gerade dieser Optimierungsaspekt. Und wir suchen jetzt unter allen möglichen Lösungen genau diejenige, die unsere Bewertungsfunktion optimiert. Das ist, entweder fragt man meistens nach einem Maximum oder nach einem Minimum. Greedy-Strategie ist das immer möglichst entsprechend der Bewertungsfunktion größtmöglich zu verbessern. Potenziell besteht die Gefahr, dass ich halt nicht wirklich bei der optimalen Lösung lande, sondern eine sogenannte lokale Lösung erreiche. Stellen Sie sich vor, Sie wären Bergsteiger und Sie wollen den höchsten Punkt der Welt erreichen. Wenn Sie hier loslaufen, was wäre dann so eine Greedy-Strategie? Wenn wir genau danach vorgehen, wir möchten uns größtmöglich verbessern. Immer nur bergauf laufen. Also wenn Sie diese Strategie verfolgen, immer nur bergauf laufen, dann landen Sie halt in einem sogenannten lokalen Optimum. In einer gewissen Umgebung ist das optimal. Wenn man sich das mal so vorstellt, ja, hier ist irgendwie so ein Höhenprofil, hier ist dann irgendwie der Mount Everest. Wenn wir hier loslaufen, an dieser Stelle, und immer nur bergauf laufen, ja, dann landen wir genau hier auf dem Westerberg.
Ja, aber wir landen nicht auf Mount Everest. Das ist das, was ich sage, mit einem lokalen Optimum. Also in einer gewissen Umgebung ist das optimal, aber nicht halt in Gänze. Ja, und das kann ich halt bei diesen Greedy-Algorithmen zunächst mal nicht erzwingen. Ja, wenn ich diese Strategie verfolge, beziehungsweise ich muss mir halt eine Strategie überlegen, die halt das Festlaufen sozusagen hier in so einem lokalen Optimum halt verhindert. Das kann man aber nicht so pauschal beantworten, sondern da muss man sich wirklich jedes Problem angucken. Stellen Sie sich vor, wir wollen ein optimales Kommunikationsnetz erstellen. Das sind irgendwelche, diese Knoten hier in diesem Graphen. Das sind irgendwelche Stationen, die miteinander kommunizieren wollen. Die Kanten zwischen diesen Knoten, das sind quasi die Kosten, die entstehen. Stellen Sie sich vor, als irgendwie als Leitungslänge, als Kosten, die pro Bit entstehen, dass sie übertragen, was auch immer. Und Aufgabe ist es, dass jeder Knoten mit jedem anderen kommunizieren kann. Das ist zwar hier vollständig miteinander verbunden, hier kann es sich unter Umständen als günstiger erweisen, wenn A und B miteinander kommunizieren wollen, dass sie nicht direkt miteinander kommunizieren, sondern über C gehen, weil das irgendwie günstiger ist. Also, das sieht so aus, wir müssen dieses Problem jetzt erstmal versuchen zu modellieren. Das ist eigentlich mit so einem Graphen schon ganz gut gemacht. Jeder Knoten kann mit jedem anderen kommunizieren. Dies möglichst günstig ist, wäre jetzt sozusagen genau unser Optimalitätskriterium. Ja, also minimale Kommunikationskosten. Wir haben eine Menge von Knoten, eine Menge von Kanten und wir haben Kantengewichte DIJ. Und das können wir jetzt vereinfacht machen, dass wir Kantengewichte für alle Kanten haben. Auch wenn wir beispielsweise ein nicht vollständiges Netz haben, können wir trotzdem für jeden Knoten oder für jede Kante ein Kantengewicht hernehmen. Sollte eine Kante nicht verfügbar sein, beispielsweise von C nach D, dann tragen wir einfach einen beliebig hohen Wert ein, ja, der dann sicherlich später nicht verwendet wird. Und wir fordern, dass das irgendwie größer 0 ist. Aber wir wollen nur mit positiven Kanten arbeiten. Und beispielsweise hier in diesen Dingen, der Graph hier unten, ja, beispielsweise diese Kante könnten wir einführen und schreiben dann beispielsweise 1000 da dran. Ja, das wird dann sicherlich eine Kante sein, die niemals verwendet wird bei der Auswahlstrategie für das geringste oder das billigste Kommunikationsnetz. Ja, und genauso hier. Man kommt auch von mir aus 1000 dran. Oder einfach die Summe aller Kanten, das ginge auch. Das wird schon ausreichen. Also wir haben einen vollständigen Graphen. So, und was suchen wir jetzt? Wir suchen einen sogenannten minimaler Spannbaum. Was ist ein minimaler Spannbaum? Das ist ein Grundgerüst des Graphen, der besteht aus Untergraph von unserem Graph G, also wenn das der Graph G ist. V sei jeweils die Knotenmenge. Besteht aus vollständigen Knoten, aber halt nur einen Teil der Kanten. Ja, und zwar soll der jetzt die Kanten enthalten, die es uns halt ermöglicht, alle Knoten miteinander zu verbinden, zu geringsten Kosten. B ist ein Baum und die Summe von DE, also das suchen wir jetzt. Also wir fangen irgendwie mit einer leeren Lösung an und wollen die dann schrittweise ergänzen. Das heißt, wir würden ja eigentlich Knoten hinzunehmen. Ich würde beispielsweise beim Knoten A anfangen, ja, und würde mir dann angucken, so welche Kanten habe ich denn da? Was ist denn die günstigste Kante? Genau, die würde ich jetzt irgendwie hernehmen und würde die irgendwie aufnehmen. Und würde so dann jetzt schrittweise meinen Baum halt aufbauen. Ja, und genauso hier zu dem Dingen. Das wäre das beispielsweise. Und was würde ich jetzt noch machen? C zu E ist bestimmt nicht schlecht. Aber wir sind immer noch nicht fertig, weil der D fehlt uns noch. Das wäre die günstigste Verbindung, wie hier oben. Ne? Wir haben gefordert, dass die Summe der Kanten minimal ist. Wir haben nicht gefordert, dass die Kommunikation zwischen zwei Knoten jeweils minimal ist. Und das ist sozusagen unsere Forderung, die wir hatten. Ja, ansonsten haben wir natürlich recht. Wenn hier jetzt von D nach E eine Kommunikation fließen soll, dann wäre es natürlich günstiger, die direkte Kante zu verbinden, als jetzt diesen Umweg zu gehen. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, um beispielsweise zum D hinzukommen, da würde ich die Kante hinzunehmen. Aber das wäre dann natürlich teuer. Unser Optimalitätskriterium würde ich damit sozusagen nach oben schieben. Ja, hier hätten wir eben, der erste Lösung hat 1, 3, 6, 12 und die zweite Lösung hier hat 15. Ja, das ist deutlich höher als 12. Also Greedy-Ansatz wäre so ungefähr in der folgenden Art und Weise. Teilbaum B besteht aus einem beliebigen Knoten, da nehmen wir uns jetzt einen her. Und solange B noch nicht alle Knoten von G enthält, suchen wir die billigste von B ausgehende Kante, das haben wir gerade gemacht, und fügen die einfach hinzu, sowohl den Knoten und die Kante. Erste Beispiel. Zweite Beispiel. Das sogenannte Intervall-Scheduling-Problem. Stellen Sie sich vor, Sie wollen diesen Raum hier buchen. Also Sie haben gewisse Ressourcen, die Sie verwalten wollen und haben Belegungswünsche für diese Ressource. Das kann ein Auto sein, ein Mietauto, das kann ein Raum sein, das kann ein Fotoapparat sein, was auch immer. Jeder Belegungswunsch hat eine Anfangszeit und eine Endzeit. Ja, irgendwie dienstags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr hätte ich gern den SP312 gebucht. Und jetzt ist die Aufgabe, einen Belegungsplan für diesen Raum hier, der möglichst viele Belegungswünsche berücksichtigt.
wenn ich da jetzt eine Reihe von Belegungswünschen habe, ja, dass wir eine möglichst große Anzahl von diesen Belegungswünschen halt entsprechend bedienen können. Also das generelle Vorgehen wird irgendwie so sein. Wir bestimmen irgendwie eine Regel für einen ersten Belegungswunsch, müssen also irgendwie festlegen, wie wir denn jetzt den ersten auswählen. Dann haben wir vielleicht eine Reihe von Belegungswünschen, die inkompatibel dazu sind. Das heißt, ich schmeiße hier welche weg, dann bleiben welche übrig. Und aus denen wähle ich wieder eine zweite Belegung aus. Und auch dann gibt es wieder ein paar Inkompatible, die schmeiße ich raus und so weiter und so fort. Und die Frage ist jetzt so, wie können wir die denn mit Leben füllen? Im Sinne einer Greedy-Strategie. Also wir müssen irgendwie diese Auswahlentscheidungen festlegen. Ich mache immer ein paar Vorschläge. Intervall-Scheduling, Greedy 1. Wähle jeweils den als nächstes startenden Belegungswunsch. Also wir haben für jeden Belegungswunsch eine Startzeit, SI, und eine Endzeit, FI. Und das könnte ja jetzt eine Möglichkeit sein, dass wir versuchen, den am nächstgelegenen Starttermin zu wählen. Das wäre jetzt fast gar nicht so schlimm. Die umgekehrte Fassung wäre eigentlich schlimmer, weil wir wollen ja möglichst viele Belegungswünsche erfüllen. Also das, wenn das sozusagen unser Zeitstrahl ist und wir haben beispielsweise ein so ein fettes Ding, irgendwie so eine blöde Vorlesung, und wir haben viele kleine Anfragen, die aber mit so einem kleinen zeitlichen Versatz da reinkommen. Ja, irgendwie im Sinne unseres Optimalitätskriteriums würden wir eigentlich gerne diese haben wollen. Ja, weil da hätten wir 4 Belegungen, wir würden 4 Menschen glücklich machen. Ja, und dieser eine große Termin, der macht uns das aber zunichte. Ja, wenn wir denjenigen mit der frühesten Startzeit auswählen, das ist nun mal dieser hier, das wird das also sozusagen nicht erfüllen. Führt nicht zur optimalen Lösung. Zweiter Vorschlag. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kürzesten Belegungszeit. Ja, wir haben irgendwie ein gewisses Zeitfenster, in dem wir die Betrachtung anstellen, ja, von hier bis hier. Ja, und haben hier irgendwie 2 Belegungswünsche, die beide so ein bisschen länger sind als das hier. Das wäre also sozusagen unser kürzestmöglicher. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kürzesten Belegungszeit, würde jetzt diesen hier auswählen, aber der macht sozusagen die beiden anderen kaputt. Ist also auch nicht so gut, führt auch nicht zur optimalen Lösung. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kleinsten Anzahl inkompatibler Belegungswünsche. Also wähle den, der die wenigsten Probleme macht. Wähle den mit den geringsten Konflikten. Optimal wäre das hier. Und wenn wir mal dran schreiben, jeweils die Anzahl der Konflikte. 3, der hat 4, der hat 4, der hat 4. Das heißt, wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kleinsten Anzahl inkompatibler Belegungswünsche. Der würde uns raussuchen, der würde einmal den hier auswählen. Den. Und den. Und auch das ist nicht optimal. Ja, weil wir könnten eigentlich 4, hätten aber jetzt nur 3. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der frühesten Endzeit. So, also das Ding liefert eine optimale Lösung und führt dann zu so einem Algorithmus. Sei eher die Menge aller Belegungswünsche. Ja, in dem A versuchen wir die jetzt sozusagen aufzusammeln. Wähle den aus, der minimal ist, also wo die Endzeit minimal ist. Ja, und den fügen wir hinzu und löschen dann alle diejenigen, die inkompatibel zu dem gerade ausgewählten sind. Diese Auswahlstrategie, die ist keinesfalls immer eindeutig. Na, man muss sich schon gut Gedanken machen. Das kann man von mal nachweisen, dass das Ding dann halt wirklich optimal ist. Aber das ist teilweise schon mühselig. Das heißt, man muss sich schon genau Gedanken machen, wenn ich jetzt diese Greedy-Strategie an den Tag lege, dass das, was da rauskommt, auch wirklich optimal ist. Ich könnte es ja mal hier an so einem Beispiel gerade machen. Also denjenigen mit der minimalen Endzeit, den würden wir auswählen. Dann würden die dazu Inkompatiblen gelöscht werden. Das heißt, der käme weg, der käme weg. Dann minimale Endzeit wäre dann der hier. Die dazu Inkompatiblen würden gelöscht, das ist der. Dann hätten wir den, der wird gelöscht. Und dann käme irgendwie der dazu. Und dann wäre der gelöscht. Dann kann zeigen, dass das optimal ist. Also das soll sich jetzt nur dafür sensibilisieren, dass so die erste Idee, die man vielleicht hat, nicht immer die beste ist und nicht immer zu einer optimalen Lösung führt.